Hallo, ich bin jetzt ganz aufgeregt, weil ich das, was ich jetzt mache, zum allerersten Mal so mache. Und ich weiß auch, dass es ganz viele tolle YouTuber gibt, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen und die das ganz toll machen, die sich vor die Kamera setzen können und einfach losreden und dann eine tolle Kulisse haben, ein tolles Equipment, Ausstattung, Kamera und so weiter. Ich habe das alles nicht. Entsprechend hoffe ich auf Nachsicht von euch. Meine Idee ist jetzt einfach, dass ich hier diese wunderschöne Sanduhr vor euch hinstelle. Als Ersatz für eine tolle Kulisse und ein schönes Bild. Und gleichzeitig ist es für uns vielleicht auch eine kleine zeitliche Beschränkung für dieses Video, für dieses erste Video. Und ja, vielleicht erinnert es uns einfach dann auch an die Zeit, wie sie im Fluss ist und wie sie vergeht und wie wir sie hier im Prinzip auch so materiell irgendwie festhalten können. Und sehen, wie sie uns eigentlich irgendwie auch durch die Hände rieselt und somit auch ganz kostbar ist. Und umso schwieriger ist dann in dem Zusammenhang auch das Thema, mit dem ich mich beschäftige, weil das ja im Prinzip auch Zeit zu einem großen Teil zum Thema hat, denn eine Abhängigkeit oder eine toxische Beziehung, die viel Zeit kostet, die auch Energie kostet. Und ja, da spielt überall dann auch die Zeit mit hinein. Ist etwas, was uns ja Lebenszeit nimmt, was Kostbares nimmt. Und aber man trotzdem was Positives daraus mitnehmen kann, nämlich sehen kann, dass man daraus selbst auch erwachsen kann. Und in dem Sinne drehe ich jetzt einfach mal die Uhr rum und fange einfach mal lose, ohne Notizen und so weiter an zu sprechen über das, was ich mit euch besprechen möchte. Ich möchte das eigentlich jetzt auch mit euch teilen, weil ich dazu auch bei YouTube so konkret nicht viel gefunden habe. Es gibt zwar ein paar Sachen, die oder ein paar YouTuber, die das angesprochen haben, aber so konkret und mit Erfahrungsbericht oder in irgendeiner Weise, ja, mit Belegen habe ich das so nicht gefunden und bin bisher teilweise auch auf, ja, Unverständnis oder Ratlosigkeit von verschiedenen Stellen auch gestoßen. Ja, es geht im Prinzip um den emotionalen Missbrauch in der Psychotherapie. Ich habe das selbst erlebt und möchte einfach mit euch meine Geschichte teilen. Für mich ist das auch eine Form von Aufarbeitung des Ganzen, weil ich mich schon informiert habe, was ich machen könnte, um demjenigen zur Rechenschaft zu ziehen dafür, was er getan hat. Denn ja, ich habe mich informiert, zum Beispiel bei der Psychologenkammer, was man wie machen kann. Problem ist nur, dass man dann, wenn man zum Beispiel der Psychologenkammer über das Arbeiten, über verschiedene Vorgehensweise eines Psychologen oder psychologischen Psychotherapeuten, den da einen Tipp gibt, ist das immer nur persönlich möglich. Das heißt, man reicht das ein in Schriftform und unterzeichnet das und somit wird dann der Therapeut dann damit konfrontiert mit dem Vorwurf, beziehungsweise ja, also man schildert im Prinzip die eigenen Erfahrungen, die man in der Therapie gemacht hat und konfrontiert ihn dann so damit, legt das eben dieser Psychologenkammer vor und dann werden weitere Schritte, je nachdem,
eingeleitet, je nach Schweregrad und je nach Vorwurf und so weiter. Ich wollte das so nicht. Ich wollte das gern anonym machen im Sinne von denen dort einen Tipp geben, dass die den psychologischen Psychotherapeuten einfach mal unverhofft besuchen, beziehungsweise einfach mal Arbeitsproben nehmen, schauen, wie dieserjenige da arbeitet. Das ist aber so nicht möglich. Weil ich aber in, ja, diese privaten Verstrickungen mit diesem Therapeuten bin, möchte ich das so nicht. Nur im Notfall, falls noch in irgendeiner Weise noch was kommen sollte von ihm, dann würde ich das schon einleiten, aber so ist das jetzt nicht mein Wunsch. Wobei ich aber einfach schon nicht unbedingt aus Gefühl der Rache, aber schon aus Verantwortungsgefühl gegenüber anderen Betroffenen oder Frauen, die in eine Therapie gehen oder ja, also die im Prinzip jemanden suchen, der ihnen helfen soll, weil sie in einer schwierigen emotionalen Lage sind, einer bestimmten Lebenssituation, aus der sie alleine nicht rauskommen. Und somit ja irgendwie schon abhängig sind, beziehungsweise einfach hilfesuchend sind, wenden sie sich an jemanden und gehen schon voller Vertrauen, so bin ich zumindest daran gegangen, voller Vertrauen in eine solche Sitzung, beziehungsweise in so eine Therapie dann auch, wenn man das dann mit demjenigen fortführt, mit Vertrauen auf Hilfe und mit Vertrauen in eine Instanz irgendwo auch oder in eine, ja, in so eine ärztliche Instanz irgendwo, ja. Man sieht denjenigen als jemanden, der einem helfen kann. Und somit auch mit so einer gewissen Distanz. Also ich habe ihn als, ja, als Psychologen gesehen, der mir helfen kann und war da offen in Bezug auf das, was ich ihm erzählt habe und wusste nicht, dass das dann im Endeffekt ausgenutzt wird, dass ich manipuliert werde und abhängig gemacht werde. Was auch direkt, ja, auch von seiner Seite dann so angedeutet wurde, im Sinne wie von wörtlich wurde gesagt, ich möchte sie auch an mich binden. Und ja, das grundsätzlich jetzt erstmal dazu, was mir wichtig ist, ist, dass ich versuche, hier kein Schwarz-Weiß-Bild zu zeichnen. Ich weiß, ich habe auch gewisse Anteile an all dem, was passiert ist, aber sehe mich trotzdem immer noch, zumindest in der Zeit der Therapie, aber eigentlich ja auch in der nachfolgenden Zeit irgendwo als Opfer, weil es gibt nicht ohne Grund ein Abstinenzgebot von 2 Jahren. Denn man ist weiterhin in diesem Machtgefälle einfach mit demjenigen verstrickt. Das ist einfach so. In dem Sinne ist das vom Gesetz her schon sinnvoll geregelt, meines Erachtens. Der Meinung war ich nicht immer. Damals war ich nicht dieser Meinung, weil ich natürlich irgendwo vernebelt war und hormonell dann auch ja, beeinflusst war. Aber ja, Eigenanteile sind einfach dann schon diese Sachen, dass man, ja, mir wurde jedenfalls von diesem Therapeuten dann auch eine ja, Persönlichkeitsproblematik diagnostiziert im Sinne von selbstunsicher, also ängstlich vermeidende Persönlichkeit, anankastisch, also zwanghaft und abhängig. Und ja, gerade was dieses Abhängige angeht und dieses Selbstunsichere, ja, das ist im Prinzip der Anteil, den ich dann an dieser toxischen Beziehung, die sich daraus ergeben hat, dann, ja, das ist dann so der Anteil, den ich dann sehe. Wobei, wie gesagt, ich immer noch der Meinung bin, dass ich da einfach, also dass ich schamlos ausgenutzt wurde. Weil er das selbst diagnostiziert hat, er hat ein fundiertes Wissen zu diesem
Themen und wusste natürlich dann genau, wo er ansetzen kann, um mich abhängig zu machen. Ich habe ihm ja auch dann gewisse Sachen gesagt und es wurde dann eben auch von seiner Seite entsprechend eingeleitet, ja, dass ich dann in diesen gewissen Vernebelungszustand angekommen bin. Ja, ich würde einfach anfangen und zu erzählen, wie das alles begonnen hat, was meine Situation war. Ich war in einer langjährigen Beziehung und aus dieser Beziehung ist ein Kind hervorgegangen. Und diese Beziehung lief auch lange schon nicht gut. Da war ich auch abhängig im Prinzip und habe vieles mit mir machen lassen, was ich so nicht hätte mit mir machen lassen sollen. Habe auch immer wieder gekämpft um alles Mögliche. Und problematisch wurde es dann vor allem mit der Geburt des Kindes, nach der Geburt, also nach der Geburt des Kindes, als der Vater des Kindes sich immer mehr zurückgezogen hat und ja, ich gewisse Vorstellungen hatte von der Erziehung, gerade in Bezug auf Bindungen. Also ich habe mich ganz viel mit Bindungstheorie und so weiter auseinandergesetzt. Und so wollte ich das dann umsetzen und ja, da war dann wenig Verständnis da und er hatte ja auch seine Vorgeschichte durch seine eigene Familie, also durch seine eigene Herkunftsfamilie. Und ja, wir sind dann aus einer Großstadt dann aufs Land gezogen, um dann doch nochmal zu versuchen, ja, die Beziehung dann noch zu retten und für das Kind da zu sein. Ich mir dann eben auch nicht vorstellen konnte, das Kind allein großzuziehen. Ich wollte immer diese, ja, diese, hatte immer diese Vorstellung von heiler Familie im Kopf und habe dann dafür sehr gekämpft, aber das war eben einseitig und hatte mir dann vorgenommen, unbedingt nach, wenn das Kind alt genug ist, mich dann zu trennen, also wenn es dann erwachsen ist und ja. Und dieser Gedanke hat mich einfach dann auch depressiv gemacht. Ich war ganz traurig, weil ich mir dann einfach nicht vorstellen konnte, dass das jetzt mein Leben ist und dass ich jetzt noch 15 Jahre in diesem, mindestens in diesem grauen Zustand vor mich hin leben soll. Ne? Also einfach, um irgendeiner Rolle gerecht zu werden und konnte mich dann einfach nicht lösen, war auch dann finanziell noch abhängig und so weiter. Also es war alles schwierig und habe mich selber auch nicht als so gesehen, als eine Person, die selbstständig alles Mögliche wuppen kann, also arbeiten gehen kann, das Kind großziehen und ja, einfach ein glückliches Leben führen, ohne irgendeinen Mann, der dann noch in meinem Leben ist. So und dann habe ich eben die ersten Panikattacken bekommen und habe mich dann ja daraufhin dann gedacht, jetzt musst du was tun, du musst ja auch für das Kind da sein und so weiter. Und da habe ich mir, ja, bin ich dann zum Hausarzt gegangen, habe mir eine Überweisung geben lassen und mir wurde dann vom Kassenärztlichen Verband dann dieser Therapeut empfohlen, weil der wahrscheinlich Termine frei hatte. Ja, sicher. Die hat er frei, weil er sich nicht allzu viele Patienten sucht. Er wählt die auch gekonnt aus. Ne? So wie ich das dann später erfahren habe, wie er es mir gesagt hat. Er hat ja immer auch seinen Anrufbeantworter geschaltet. Das heißt, darüber wird dann schon entschieden, wer, also wen er überhaupt erstmal zurückruft und mit wem er sich dann befassen will. Weil er dann schon anhand der Stimme, anhand dessen, wie man, wie er das, wie derjenige, der Patient sozusagen, der zukünftige Patient sein Anliegen rüberbringt, kann er dann schon einschätzen, ob wie derjenige gestrickt ist, welche Persönlichkeitsproblematik dieser hat und ob er sich dessen dann annehmen kann oder möchte und so weiter. An sich ist das ja eine gute Sache, aber ich habe jetzt einfach so im Nachhinein auch die Vermutung, dass er sich dann schon entsprechend jüngere Frauen
rausgesucht hat, um die dann entsprechend zu manipulieren. Ich habe ja auch einige von seinen Patientinnen gesehen, in welches, ja, was das für welche sind. Und ja, entsprechend passte das dann schon. Nicht alle natürlich, also ne, das würde ja dann wahrscheinlich auch auffallen, da muss man ja dann auch ein bisschen gucken. Aber so waren schon nie dabei, wo man denkt, okay, das könnte dann schon passen, denn am Ende war es ja auch so, ich habe ja dann auch voll reingepasst in das Schema, Beuteschema. Genau. Ich wurde dann zurückgerufen, noch am selben Abend, also am Abend dann. Und das Gespräch ging auch lange, 1,5 Stunden. War mir ungewöhnlich für mich jetzt, aber gut, ich hatte ja keine Erfahrung. Ne? Gut, und entsprechend haben wir da schon verschiedene, also da hat er wahrscheinlich schon diese Diagnostik dann angefangen zu vollziehen. Also er hat dann irgendwelche Fragen gestellt und mich dann schon irgendwie eingeordnet, analysiert und so weiter und hat dann auch gleich einen Termin für den nächsten Mittag, also nächsten Tag am Mittag gemacht. Da dachte ich, oha, das geht ja schnell. Er ist da sehr flexibel, also er hat keine, nicht so wie andere Therapeuten das machen, wie ich das so in Erfahrung gebracht habe, wie es eigentlich läuft oder bei vielen läuft. In festen so Öffnungszeiten oder so, wo dann von 8 bis 16 oder so, dann oder wie auch immer, er dann die Patienten empfängt, sondern er, ja, das beginnt dann bei ihm nach dem Mittag und dann sind so irgendwann mal welche dran. Also er hat auch keine feste Struktur. Das heißt, auch die Patienten können sich dann gar nicht darauf verlassen, dass sie jede Woche einen Termin bekommen. Manchmal, da hat er dann wochenlang gar keine großartigen Termine, vielleicht eine Sitzung am Tag, aber das sind dann eben dann Sitzungen, die eben nicht nur 50 Minuten sind, wie es eigentlich üblich ist, sondern 1,5 Stunden mindestens gehen, andere 4 Stunden. Wurde dann auch von anderen schon kritisiert als Marathonsitzungen. Das hat er dann, ja, also er wurde dann sozusagen auch von der, also öffentlich bewertet übers Internet. Und das hat ihm dann auch nicht so gepasst. Ja, also dass das so lange Sitzungen sind und auch zu ungewöhnlichen Zeiten, teilweise am Samstag wurde dann eben angerufen und so. Das ist dann auch anderen Patienten schon komisch vorgekommen. Das hat ihn dann auch verärgert. Ja, bei mir, ich bin da ganz unbefangen rangegangen, weil man hat ja keine Ahnung und es wird schon seine Richtigkeit haben. So bin ich da rangegangen und war dann am nächsten Tag um 12 da bei ihm. Und meine Sitzung ging dann, sage und schreibe, 2,5 Stunden oder 3 sogar. Es kann auch sein, ich bin mir nicht ganz sicher, weil mein Ex-Partner dann noch das Kind vom Kindergarten abgeholt hat. Auf jeden Fall war es also mindestens 2,5 Stunden. Und das war in der nächsten Zeit auch immer so. Also, dass es mindestens 1,5 Stunden geht und da kann man schon sagen, dass so eine lange Zeit dann schon was mit einem macht. Also das ist was anderes als diese 50 Minuten, wo man weiß, man hat nur diese Zeit und man berichtet, was die Woche angefallen ist und so, wenn man seinen festen Termin in der Woche hat. Was ich persönlich auch gut gefunden hätte, weil man dann ja auch, man freut sich ja dann auch auf die Sitzung, weil man weiß, dann geht es wieder voran und das hilft und man kann sein Herz ausschütten. Es ist in der Zeit jemand 50 Minuten für einen da und hört einem zu und gibt einem dann eben die Ratschläge, die man braucht. In dem Sinne, ja, genau, hat man natürlich dann auch, wenn es so lange war, hat man natürlich gedacht, das ist toll und aber es ist dann einfach im Nachhinein ist dann die Geschichte, dass man eine zu enge Bindung aufbaut und man sich eigentlich selber überanstrengt und ja, zu nah dann wird dadurch, ist dann gegeben. Meine erste Sitzung war das schon in der ersten? Ich glaube. Ja, da ging es dann schon darum.
Ja, wir haben verschiedene Sachen normal besprochen. Und dann ging es schon darum, er hat dann mein Handy gesehen und hat dann gesagt, ach ja, Sie haben ein iPhone, weil er so auch iPhone hat und das ist alles ganz wichtig, dass Apple überall präsent ist. Und ach ja, das ist bei Ihnen kaputt. Ah ja, da wollte er dann gleich am liebsten mein Handy noch reparieren. Und ich dachte, oh, eigenartig. Und dann ging es auch darum, ja, wir könnten ja dann über WhatsApp schreiben oder uns dann verknüpfen, wo ich, was mich wunderte, dass das in der Psychotherapie so gemacht wird. Ja. Ja, auf jeden Fall war das dann schon. Und dann kam auch in der ersten Sitzung schon das erste Kompliment. Ich wäre süß. Und nie niedlich. Niedlich war ich. Und das hat mich so verwirrt. Und das hat ihn, meine Irritation hat er dann auch gesehen und hat das dann irgendwie versucht zu relativieren. Ja, ja, genau. Nach dieser langen Sitzung bin ich dann gegangen und war ganz euphorisch, dass das so toll war und so weiter. Wir hatten dann auch einen Termin für die nächste Woche. Und ich habe jetzt gedacht, jetzt geht's los. Jetzt wirst du Veränderungen anregen können und so weiter. Und jetzt wird sich alles ändern und so weiter. Genau, das war ein sehr gutes Gefühl. Dass das eigentlich was Problematisches sein kann, diese extreme Euphorie, dieses extreme, das habe ich dann erst im Nachhinein so herausgefunden, beziehungsweise auch mich, ja, ich habe dann später auch gelesen und da wurde das dann einfach offensichtlicher. Genau, in der folgenden Woche. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Wir hatten dann auch zwischendurch telefoniert, weil ich dann hier, das war aber, ich glaube, später, genau, wir hatten dann erstmal noch eine normale Sitzung. Da kamen dann auch die nächsten Komplimente. Ich wäre niedlich, genau, erst war ich niedlich, dann war ich süß. In der nächsten Sitzung war ich so hübsch und so weiter. So steigerte sich das und so war ich dann eben schnell auch hingerissen und er hat es auch gespürt und hat das dann auch damit gespielt. Und ja, ich habe natürlich parallel auch gelesen von Übertragungsliebe und so weiter. Davon wollte er nichts wissen. Freud und so war nicht so das, was er so priorisiert hat. Stattdessen hat er dann lieber über Sozialpädagogen hergezogen, dass die alle nichts taugen und das wären alles Paranoide. Also er hatte nach dieser, ich glaube nach dem ICD-5 hat er die, also hatte die diese Persönlichkeitsstörungen kategorisiert. Also genau, und er hat sich so, sein Spezialthema waren eben, sind eben aus seiner Perspektive, weil er sich selber so sieht, sind eben die Selbstunsicheren, die Abhängigen und die Zwanghaften. Also er hat im Prinzip in seinen Patienten sich selber gesucht, sagen wir es mal so. Und sieht selbst die Psychotherapie auch als Eigentherapie. Also er therapiert sich über seine Patienten auch mit selbst, hat er auch so formuliert. Genau, und in der ersten Sitzung war das auch schon, dass er über seine eigenen Familiengeschichten erzählt hat, über seine Mutter, wie schlecht es ihm ging und so weiter. Was ich im Nachhinein auch schwierig finde, weil natürlich Persönlichkeiten wie ich dann, also wir haben ja so dieses Helfersyndrom in uns und das wurde natürlich angesprochen und daraus hat er auch dann die Energie gezogen, dass wir helfen wollen, die Empathie, dieses Gefühl, dieses Mitgefühl, daraus hat er dann, das hat er dann schon auch bewusst meines Erachtens so eingesetzt, denn das hatten wir dann in der, ach so genau, also was ich noch sagen wollte, also wir sind die Guten, die mit dieser
Persönlichkeitsstörung. Und die Bösen sind die Paranoiden, seiner Meinung nach. Das sind die, die Streit suchen. Das sind die, die in allem nur das Schlechte sehen. Und also er hat meines Erachtens auch diese ganze Persönlichkeitsstörung auch noch ausgeweitet. Also das trifft eigentlich dann die Merkmale gar nicht mehr so, aber alles war für ihn paranoid. Interessanterweise, also in diesem ICD-5, es kann sein, dass ich das verwechsle, das weiß ich nicht genau, aber im ICD-10, ja, diesem internationalen, ist es ja so, dass da die narzisstische Persönlichkeitsstörung zum Beispiel eine eigenständige Persönlichkeitsstörung ist und das ist aber in seiner nicht gewesen. Da sind die Anteile dieser narzisstischen Störung dann in unterschiedlichen anderen Persönlichkeitsstörungen verankert, wie zum Beispiel der Paranoiden. Das steckt da halt auch mit drin und so weiter. Zum Beispiel. Oder auch bei den Histrionikern und so. Aber ja, das ist natürlich für ihn ganz praktisch gewesen. Also zumindest nach dem, was ich so für mich jetzt recherchiert habe und ihn selber natürlich auch anders eingeschätzt habe. Auf jeden Fall waren die anderen die Bösen und die Sozialpädagogen sind die Bösen, zum Beispiel. Und die sind eben streitsüchtig und rechthaberisch und sie sehen ja also in allem einen Angriff auf sich selbst und so weiter. Er sei das alles nicht. Und in dem Sinne war dann schon mal klar, in welche Richtung das ging. Also schon irgendwo schwarz-weiß. Ja. Und so wurde dann auch im Übrigen, wurden dann auch schnell mal Fremddiagnosen gestellt. Wenn ich von irgendjemand erzählt habe, dann war schnell, ja, der ist das und das, der ist dissozial und der ist eben paranoid. Das wurde dann einfach anhand von zwei Sätzen oder so, die ich teilweise getätigt habe, waren dann eben schnell mal so Fremddiagnosen da. Ja. Genau. In der dritten Sitzung, also wir hatten dann im Prinzip zwischendurch auch telefoniert, weil ich dann immer wieder auch mal Hilfe brauchte zwischendurch und ich habe mich so an sich natürlich gut aufgehoben gefühlt, weil mir dieses Denken in diesen Persönlichkeitsstörungen oder eben Menschen erstmal schon so grob einteilen zu können nach bestimmten Merkmalen, war für mich sehr hilfreich. Und dieser Ansatz hat mir erstmal geholfen, dann auch Abstand zu nehmen, ne, von bestimmten Menschen. Also innerlich zu sehen, okay, der und der tut dir nicht gut und so. Das ist richtig und das war wichtig und das hat mir wirklich geholfen. In dem Sinne habe ich ihn dann eben auch gerne kontaktiert, um da Hilfe zu bekommen. Die Telefonate, die dann folgten, waren auch lange. Häufig auch 1,5 Stunden, auch am Wochenende. Und dann warten wir die dritte Präsenzsitzung sozusagen. Und die war in dem Sinne dann interessant oder für mich einprägsam, weil ich dann schon, also erstens habe ich in der Zeit, also es ging ziemlich schnell, wirklich schon so eine innere Abhängigkeit gespürt, also diese Verbindung, weil er eben auch, also es war schon so, da war wenig Distanz da, also diese Nähe war schnell da, dann ging es auch immer wieder darum, ja, wir können ja mal bei McDonald's essen gehen oder wir können ja mal spazieren gehen und so weiter. Das war dann so, ja, also so eine Auflösung da von Grenzen und ja, sie sind etwas Besonderes und so wurde dann auch gesagt. Und in dem Sinne war dann auch so eine Dynamik losgegangen im Sinne von, ich habe Hilfe gesucht und derjenige, zu dem ich hochgeschaut habe, der hat mich dann angehimmelt. Also so war das so, diese Dynamik und ich will sie an mich binden. Das war dann auch in der dritten Sitzung, wo dieser Satz gefallen ist. Dann hieß es, ich habe ihm gesagt, dass ich eben Angst habe, wenn die Therapie vorbei ist, dass er dann wieder weg ist, sozusagen, dass ich dann alleine bin, keine Hilfe dann habe und dass ich auch schnell, also
Ja, schnell. Also zumindest dann, wenn ich merke, der Mensch, der hat irgendwie was, was mich anzieht, dass ich dann schnell in diese Beziehung gehe und dann schlecht mich wieder lösen kann, schlecht rauskomme und dann dranhänge und dann leide und so weiter, wenn das dann vorbei ist und so. Das habe ich ihm direkt gesagt und das habe ich ihm nicht nur einmal gesagt. Somit habe ich ihm vertraut, ihm das anvertraut und das ist das, was er meines Erachtens dann einfach auch für sich ausgenutzt hat, dieses Wissen. Er hat dann auch, ich glaube auch in dieser Sitzung, die war sehr intensiv, hat er dann auch gesagt, dass das, also dass ich eben so einen gewissen naiven Anteil habe. Also hat er das in irgendeiner Weise erkannt und dann für sich meines Erachtens einfach auch genutzt wird, also in Bezug auf das, was dann später gekommen ist noch. Ich habe dann eben gesagt, ja, und dann sind sie wieder weg. Und da hat er gesagt, nein, wir können ja also bei so besonderen Menschen oder irgendwie sowas, dann klammert er sich ja auch dann an diejenigen. Und wenn dann die Therapie vorbei wäre und man merke, dass man einander vermisse, kann man sich ja dann auch zeitnah wieder melden und so weiter. Ja, so war das. Und dann habe ich eben dann gesagt, ja, dass ich dann eben, ne, das nochmal so betonen, dass ich ja so traurig bin. Er hat gesagt, er wolle ja auch, dass ich mich an ihn binde. Und das kam mir dann schon so komisch vor irgendwie. Und also nicht nur das, aber genau. Und dann fing er auf einmal an, dann hat er irgendwie von seiner Mutter erzählt und hat eine Kindheitsgeschichte erzählt. Und saß dann da, hat dann aus dem Fenster geguckt. Und seine Augen füllten sich mit Tränen. Und ich hatte so ein Mitleid, weil er, also wie gesagt, ich bin ja dann, ich bin sehr empathisch und gefühlsbetont. Und habe mich in dem Moment dann sozusagen für ihn verantwortlich gefühlt. Er wollte ihm helfen und habe dann seine Hand genommen und habe gesagt, dass mir das leid tut. Und wenn es da um Kinder geht, dann habe ich so Mitleid. Und dann war der voll raus aus dieser Situation, hat er meine Hand genommen und hat dann die restliche Zeit der Sitzung meine Hand gehalten. Und ja, das war sehr intensiv, so dieser Moment und ja. Ja, wir hatten dann auch immer, wenn wir uns verabschiedet haben, habe ich ihm eigentlich meines Erachtens immer so eine Sekunde zu lange angeguckt, zu lange in die Augen geguckt, weil ich so dankbar war über die Hilfe sozusagen, dass ich ihm so, ne, mein Herz ausschütten kann und mich anvertrauen kann und so. Und das hat er dann aufgesaugt. Und einmal habe ich auch gesehen, wie er, als ich gegangen bin, da so ausgeatmet hat, wo man gemerkt hat, es war ihm so zu viel oder so. Aber er hat auch nie in irgendeiner Weise eine Grenze gesetzt, dass er gesagt hat, so, also das geht so nicht oder also das in irgendeiner Weise psychologisch einfließen lassen, was da ist oder was man wie angehen müsse oder keine Ahnung, was hätte Freud da gesagt, was habe ich da für ein Problem? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendeine Übertragungsliebe oder irgendein